Zunächst wird das Tape immer auf die richtige Länge hin abgemessen und zugeschnitten. Wichtig ist es, dabei immer die Ecken abzurunden. Das Tape klebt dann besser, da die Ecken sich nicht einrollen können. Dann öffnet man die Folie an der Stelle, an der das Tape zuerst aufgeklebt werden soll. In diesem Beispiel wird die Folie mittig aufgeknackt, um eine Ligamenttechnik aufzubringen. Die Folie dazu einfach auseinanderziehen und umschlagen. Aufgepasst! Das kinesiologische Tape ist nur der Länge nach dehnbar. Was hier auch schön zu sehen ist, wenn das Tape gedehnt wird, ist der sinusförmig aufgetragene Kleber zur Luft- und Flüssigkeitszirkulation.